Hallöchen, liebe Leute, und willkommen beim Minecraft mit Nizi, und zwar auf dem Hundsgrab-Server vom lieben Opa Zeron. Da bin ich ja zu Besuch, um hier innerhalb von 7 Tagen eine Skihütte zu bauen. Ja, ich warte gerade darauf, dass hier noch ein bisschen Eichenholz wächst, damit ich das alles abholzen kann. Hier unten hatte ich mir ja Felder angebaut und angelegt. Da kann ich auch schon wieder was abernten. Ja, also das Bauen ist gar nicht mal das Anstrengendste, muss ich sagen. Oder was halt so lange aufhält. Das, was am schwierigsten ist, ist halt das, die Farmerei nebenbei. Damit man auch genug Sachen hat. Ich war also schon im Lehmabbaugebiet und habe dort mir weißen Lehm besorgt. Ich habe hier jede Menge Holz gebraucht für die Skihütte. Ich war im Nether und habe mir Quarz besorgt. Ja, ich habe eine Höhlentour gemacht für Eisen, das brauche ich noch. Ja, wie gesagt, die Aussicht hier richtig berauschend. Ich denke, da unten werde ich noch irgendwas machen. Ich muss auch noch die Skihänge bauen. Es kamen super viele tolle Ideen, dafür bin ich echt dankbar. Ach, ich wollte die Sachen noch ablegen. Ja, und sehr schön, gerade ein Baum gewachsen. Das ist toll, dann kann ich wieder abholzen. Ich werde gleich aufhören zu sabbeln und euch zeigen, was ich gebaut habe. Denn die Skihütte ist fast fertig. Ich habe jetzt nicht so sehr viel aufgenommen, muss ich gestehen, weil ich wirklich viel Farmarbeiten hatte. Ich habe gefarmt. Gebaut, gefarmt, gebaut, gefarmt, gebaut. Immer so, wie ich das Material da hatte. Und dann lässt es sich natürlich ein bisschen schlecht aufnehmen. Ja, also erstmal ist hier die Terrasse. Die werde ich noch abändern. Ich denke, die werde ich aus Eichenholz gestalten. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So, und das ist jetzt die Skihütte. Das sieht aus wie so ein kleines Schweizer Häuschen, finde ich. Oben habe ich noch einen kleinen Balkon dran gebaut. Der hat allerdings keine Funktion. Ja, das Skihütte habe ich da dran geschrieben. Dann kommt man hier in einen kleinen Vorbereich. Das muss ich noch zubauen. Hier kommen wir zu den Toiletten. Das sind die Burmen und die Madeln. Ganz spartanisch mit Toilette, wie gehabt, und Waschbecken. Da muss noch ein Hebel dran. Ja, die Truhe kommt später weg. Hier soll eine kleine Garderobe rein. Und hier, das soll einen Spiegel darstellen. Ich hoffe, das kann man auch einigermaßen gut erkennen. Deswegen muss das hier halt noch zugemacht werden. Ne? Und hier soll dann praktisch so ein kleiner Skiverleih oder irgend sowas hin. So ein kleiner Außenverkauf. Dazu muss ich dann das Fenster aber wieder wegnehmen. Ja, dann kommt man hier in den Gastraum rein. Hier habe ich einen Kessel angehängt für eine schöne feurige Gulaschsuppe und eine kleine Sitzecke gemacht. Da kann man sich dann aufwärmen. Ja, ein bisschen Deko habe ich schon, da kommt aber noch mehr dazu. Ich werde jetzt das Feuer entzünden und hoffe, dass mir hier nichts abfackelt. Ja, oben ein kleiner Abzug. Den werde ich vielleicht auch noch ein bisschen abändern, dass ich da Treppenstufen dran mache. Aber ich hatte erstmal nicht so viel Ton, den musste ich mir noch farmen. Ich glaube, in ganz Hundsgrab gibt es jetzt keinen Ton mehr zum Abbauen. Den habe ich alles verballert hier fürs Dach, weil das komplette Dach halt aus Ziegeln ist. Ja, hier in der Ecke werde ich noch ein bisschen Deko hinstellen. Überall kommt halt noch ein bisschen Deko hin. Hier sind meine Schafe, die hatte ich ja eingefärbt. Hühner habe ich auch, ich hatte Eier gefunden. Das baue ich später noch zu. Und hier habe ich immer so kleine Nischen eingebaut mit kleinen Sitzecken. Etwas größere und auch etwas kleinere Tische. Mein Bett und meine Truhe habe ich hier hinten mittlerweile aufgestellt. Hier könnt ihr mal reinschauen. Ich habe schon Bücher verzaubert, weil ich schon ziemlich hohe Level hatte und habe gedacht, dann verzaubere ich mal ein paar Bücher. Ja, ein bisschen was gefarmt halt. Hier ist die Küche, die wird auch noch ein bisschen ausgebaut. Das bleibt nicht so, da könnte ich auch mal ein bisschen was in die Blumentöpfe reinsetzen. Ich hatte gedacht, ich setze hier so ein paar Pflanzen rein, das sollen dann Kräuter darstellen.
Küchenkräuter halt. Jetzt bin ich hier rüber gehopst. Ja, also hier habe ich eine Klappe und hier geht es praktisch dann auch in einen anderen Bereich. Hier werde ich noch eine Tür vorbauen, das wird dann der Kühlschrank. Hier unten steht eine Truhe und der Ofen halt. Das baue ich alles noch ein, aber ich wollte es nicht aus Ziegeln machen, da werde ich Holz für benutzen. Ja, und hier kommt man dann praktisch in den Barbereich. Hier stehen die Flaschen dann später rum, da muss ich aber nochmal zum Braustand und mir ein paar Sachen brauen. Und hier ist halt Partybereich, das wird auch noch ein bisschen ausgekleidet, da hängt schon ein Bild, ich weiß nicht, ob ich das lasse, mal gucken. Ja, und der Clou an der ganzen Sache ist hier der Glasboden, also man nimmt dann den Teppich weg und dann hat man hier überall hier drunter auch Glasboden. Aber ich werde das erstmal abgedeckt lassen. So als kleine Überraschung praktisch. Ja, die Dächer sind überall ein bisschen verschieden. Hier ist wieder ein hohes Dach. Hier ist ein flaches Dach. Und hier ist ein Aufgang. Und zwar habe ich mir auch was Besonderes überlegt. Hier hängen noch ein paar Bildchen. Und der Bereich ist auch mit Teppichboden ausgelegt, weil hier teilweise die Holzstämme halt durchschauen. Das eine Zimmer ist fast fertig. Hier fehlt noch ein bisschen Teppich und eine kleine Sitzecke. Ja, und hier können wir schön im Stroh schlafen. Da kommen noch Blumen rein. Ja, es ist ein bisschen kahl. Hier kommen noch ein paar Bilder an die Wand, wie auch immer. Aber dazu muss ich erstmal wieder farmen gehen und Wolle haben und so weiter. Wie gesagt, es ging hier also immer nur Stück für Stück, soweit ich halt das Material hatte. So, es brennt nichts. Das ist sehr gut. Ich hatte Angst hier ein bisschen mit diesem Balken. Aber das sieht ja sehr gut aus. Ich denke, das können wir so lassen. Ich kann mal kurz ums Haus rumgehen, beziehungsweise versuchen, ums Haus rumzugehen. Da muss ich auch noch ein bisschen was ausbessern. Da fehlt noch eine Ecke an dem Dach. Und wenn die Schafe hier weg sind, weiß ich noch nicht, ob ich hier so einen kleinen Außenbereich noch hinsetze. Ich habe auf jeden Fall hier Stützbalken dran gemacht, die aber auch noch nicht fertig sind. Ich bin hier einmal abgestürzt. Da hatte ich allerdings oben das Dach gebaut von dem Haus. Habe ich denn Erde dabei? Nicht viel, weil dann würde ich mich hier mal ein bisschen hochstecken. Ja, das hat jetzt nicht viel gebracht. Okay. Dann machen wir halt wieder einen Abflug. Ja, hier habe ich halt die Stützbalken gesetzt und da fehlt noch was. Genau, jetzt kann man es sehen. Da fehlt noch was. Und da hinten auch. Und es fehlt auch noch Dach, aber das muss ich euch irgendwie von der anderen Seite zeigen. Jetzt nehme ich mal hier Erde weg. Ja, Schnee brauche ich. Hier ist sehr viel Schnee flöten gegangen, weil ich ja überall Bäume gepflanzt habe. Aber ich kann mir erstens da unten noch Schnee besorgen und ich kann auch noch Schneemänner bauen. Das werde ich auch tun auf jeden Fall. Ich habe ja Kürbisse, ich habe auch Melonen gefunden. Ja, hier ist das Dach schon ausgebaut und hier sehe ich gerade einen Baufehler drin. Ach, ich glaube, das muss auch noch hier weitergezogen werden. Ja, hier ist ein kleiner Dachüberstand, da werde ich auch noch was drunter bauen. Aber weiß ich auch noch nicht genau was. Und genau, hier fehlt noch ein bisschen Ziegel, dass das ein bisschen übersteht. Da fehlen noch zwei Reihen. Ich hatte halt nicht genug Zeug zum Verbauen. Ich musste erstmal wieder farmen gehen. Aber jetzt muss ich schnellstens ins Bett. Es wird langsam dunkel. Ja, hier steht noch eine Truhe mit Erde und Steinen. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich begebe mich jetzt ins Bett und sage Tschüss, bis demnächst, eure Nizi.